Guten Morgen. Das war letztes Mal ziemlich abgespaced. Wir haben den Basisergänzungssatz bewiesen. Der Basisergänzungssatz ist eigentlich eine sehr einfache Aussage. Sagt, dass jeder Vektorraum eine Basis hat. Und genauer gesagt sagt er sogar, ich kann jede linear unabhängige Menge zu einer Basis ergänzen. Also das heißt, ist V ein K-Vektorraum und A eine Teilmenge von V, die linear unabhängig ist, dann heißt es, es gibt eine Teilmenge von V, sodass B eine Basis ist von V und zwar eine solche, die A enthält. Das kann man also auch noch zusätzlich fordern, dass eine bestimmte lineare unabhängige Menge in der Basis enthalten ist. Und da haben wir ziemlich tief in die Mengentheorie greifen müssen, um das beweisen zu können. Wir haben das sogenannte Auswahlaxiom gebraucht, benutzt in dem Beweis und hatten damit Mengen von Mengen zu tun. Und das ist immer Anlass zu großer Verwirrung. Werden wir aber jetzt nicht nochmal tun und auch nicht mehr brauchen, das Auswahlaxiom. Ich wollte es Ihnen nur zeigen, damit Sie es einmal gesehen haben. Auch der Basisergänzungssatz braucht das Auswahlaxiom auch nur dann, wenn ich ihn in absoluter voller Allgemeinheit zeigen will. Für die Vektorräume, die uns hauptsächlich interessieren, würde ein viel einfacheres Argument genügen. Und zwar folgendes: Ich könnte das ja einfach mir algorithmisch vorstellen, also naiver Beweis. Mit einem Algorithmus setze, fangen mal an mit B gleich A und dann schauen wir, was ist mit dem Unterraum, der von A erzeugt wird. A erzeugt einen Unterraum von V, das ist mal auf jeden Fall klar und es ist die Basis eines Unterraums, weil das A linear unabhängig ist. Und wenn das schon der ganze Raum ist, dann bin ich fertig, dann ist das B eine Basis des ganzen Raums, aber wenn nicht, dann gibt es irgendeinen Vektor, der nicht in diesem Unterraum ist. Und also solange das der Fall ist, also solange es ein V in V gibt, was nicht im von A, ne, im von B erzeugten Unterraum ist, du wähle so ein V und setze B gleich B vereinigt mit V. Und wenn das dann fertig ist, return B. Das, was dann da rauskommt, können Sie sich überlegen, ist eine Basis von V. Es muss zunächst einmal ist es klar, dass das, was rauskommt, ein erzeugendes System von V ist, weil die Schleife hier ja nur dann abbricht, wenn es kein V mehr gibt, was ich nicht darstellen kann als Linearkombination von Elementen von B. Okay, also klarerweise ist das B ein erzeugendes System. Und warum ist das B linear unabhängig? Naja, das A ist linear unabhängig, das ist der Input. Und wenn ich hier so eins dazu gebe, dann weiß ich, alles, was ich dazu gebe, ist eins, das ich nicht ausdrücken kann in den vorherigen. Das heißt, wenn es da jetzt eine lineare Abhängigkeit gäbe zwischen denen, dann ist das so, wie wir das schon ein paar Mal in einem Beweis gesehen haben. So eine lineare Abhängigkeit müsste dann, naja, also irgendeinen nicht-nullen Koeffizient haben. Aber der Koeffizient von dem V kann nicht null sein, weil das hierdurch ausgeschlossen ist. Wenn der aber 0 ist, dann hätte ich ja schon eine Abhängigkeit in B. Und induktiv kann man annehmen, dass B ist anfangs nicht unabhängig, nicht abhängig, also unabhängig. Und das bleibt dann im Verlauf der Schleife linear unabhängig. Das heißt, das alte B ist nicht linear abhängig, dann kann das neue B auch nicht linear abhängig sein. Na, dann ist dieses B auch linear unabhängig. Und damit habe ich doch gezeigt, es gibt für jeden Vektorraum so eine Basis, die eine vorgegebene linear unabhängige Menge enthält. Und warum reicht das nicht? Warum habe ich das letzte Mal da so viel kompliziertere Argumente bemüht? Ja, weil diese
Schleife vielleicht nicht terminiert. Also dieses Argument, also es ist klar, schreiben wir das noch auf, ich habe schon gesagt, B, wenn das B, das hier rauskommt, ist eine Basis von V, die A enthält als Teilmenge. Und damit gibt es also, augenscheinlich gibt es für jede linear unabhängige Menge A, Teilmenge A von V, eine Basis, die das Ding enthält, weil dieser Algorithmus rechnet ja eine aus. Also, ja. Aber das Problem ist, der Algorithmus terminiert vielleicht nicht. Das heißt, ich könnte das Problem haben, dass hier dass es immer wieder noch ein V gibt, egal wie viel ich da zu dem B dazugebe. Es wird nie reichen, das ganze V zu erzeugen, sondern ich finde immer noch eins, was daneben liegt. Allerdings ist das dann genau dann der Fall, wenn das V unendlich dimensional ist und das A endlich ist, weil dieser Unterraum, der von dem B erzeugt wird, immer wenn ich ein V dazugebe, dann ist das quasi ein neuer Basisvektor, der macht die Dimension von dem von B erzeugten Unterraum immer um 1 größer. Und wenn der Vektorraum V endlich dimensional wäre, zum Beispiel 28 dimensional, dann würde ich nach 28 Schleifen-Iterationen spätestens eine Basis haben. Vielleicht etwas früher, wenn das A schon einige Elemente enthält. Aber wenn der Raum V unendlich dimensional ist, dann kann ich dieses Argument nicht gebrauchen. Dann muss ich also wirklich in den sauren Apfel beißen und das Argument mit dem Auswahlaxiom vom letzten Mal nehmen. Aber das ist ja das, was uns hauptsächlich interessiert. Der endlich dimensionale Fall, immerhin, lässt sich sagen. Dass der Algorithmus für endlich dimensionale Vektorräume funktioniert. Funktioniert. Also funktioniert heißt natürlich, das ist ja irgendwie auch so ein ist nicht wirklich ein Algorithmus, weil dieses Exists V, das muss man ja auch irgendwie ausrechnen können und wähle so ein V, dann muss man das auch irgendwie finden können. Das ist hier nicht beschrieben. Es ist nicht wirklich ein Algorithmus, es ist eher ein algorithmisches Argument. Aber eben dieses Argument funktioniert im endlich dimensionalen. Oh, das heißt, im endlich dimensionalen ist das alles viel einfacher. Nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir V gleich Q hoch 4. Und a gleich 1, 2, 3, 4, 0, 1, 1, 0. So. Und jetzt hätte ich gerne eine Basis wollen. Basis von V, die a enthält. Und das ist relativ einfach. Ich muss jetzt nur finden, also ich weiß, das V ist vierdimensional, das sehe ich ja hier, weil ich den Raum schon gut kenne. Dieses Ding hier ist linear unabhängig, das sehe ich auch mit bloßem Auge. Woran sehe ich das? Weil ich das, ich stelle mir das vor, hier so als in die Zeilen einer Matrix geschrieben. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 1, 0 und dann hat das Treppenform. Und dann weiß ich, dass die linear unabhängig sein müssen. Das ist also eine linear unabhängige Menge. Und was ich jetzt brauche, ist irgendwie zwei weitere Argumente, zwei weitere Vektoren, die ich dann noch dazu tun kann, damit das Ding eine Basis wird. Na, und hier ist ja schon die Idee ist schon gegeben. Ich kann diese Vektoren nehmen, so wie sie da gegeben sind, mache aus denen eine Treppenform und dann gucke ich, wo die Stufen sind. Und dann sehe ich, welche Stufen noch fehlen. Und die Stufen, die noch fehlen, für die mache ich einen Vektor dazu. Also verschiedene Möglichkeiten.
Zum Beispiel könnte ich nehmen H vereinigt mit 0010 und 0001. Wenn man sich vorstellen, die beiden Vektoren dann noch unten drunter geschrieben, dann hätten wir die Treppe vollständig gemacht. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit. Andere Möglichkeiten auch. 0011 01. Das geht auch. Das wäre aber jetzt dann interessanterweise jetzt der Raum, der von dem hier erzeugt wird, und der Raum, der von dem erzeugt wird, wäre derselbe. Das muss aber nicht sein, sondern ich kann auch noch irgendwas nehmen. Das hier zum Beispiel. Nehmen wir 1, 2, 4, 5 und 0, 1, 1, 1. So, das ist auch eine Basis. Das sieht man aber dann vielleicht nicht gleich, sondern das muss man dann gucken, was passiert, wenn ich 1, 2, 3, 4, 0, 1, 1, 0, die von A nehmen und dann die hier dazu, 1, 2, 3, 5 und 0, 1, 1, 1. Ja, da muss man halt ein bisschen rechnen, da das hier von dem abziehen und das von dem abziehen. Und dann kriegt man was, das ist äquivalent zu 1, 2, 3, 4, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 4 soll hier stehen. 0, 0, 0, 1. Naja, und dann habe ich wieder die Treppe. Und hier sehen Sie aber jetzt, das hier ist ein anderer Raum als der, der von dem hier erzeugt wird. Also Sie sehen, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, eine vorgegebene linearunabhängige Menge zu einer Basis zu ergänzen. Übrigens, der Basisergänzungssatz sagt nicht, wie man das macht, sondern das habe ich Ihnen jetzt gesagt. Wenn Sie hier so ein k hoch n haben, dann machen Sie das wieder mit der Treppennormalform. Natürlich, weil wir alles, was wir machen, mit der Treppennormalform machen, wenn wir was rechnen. Fast alles. Aber der Satz sagt es nicht, wie es im Allgemeinen geht, sondern der Satz sagt nur, geht irgendwie. Es gibt eine Basis, aber finden können wir sie nicht. Und wenn Sie sich erinnern, wir hatten ja dieses Beispiel von dem Potenzreihenring und dem Potenzreihenraum, von dem wir jetzt nach dem Basisergänzungssatz wissen, der hat eine Basis, muss eine Basis haben, weil jeder Vektorraum hat eine Basis. Ja, aber keiner hat bisher eine gefunden. Also, wenn Sie eine Idee haben, schreiben Sie mir eine E-Mail. So, jetzt zum nächsten. Wir wollen jetzt Konstruktionen besprechen. Und Konstruktionen bedeutet, ich möchte mir jetzt neue Vektorräume aus alten konstruieren. Da ist irgendwie ein bisschen so, wie wenn wir mit Vektorräumen rechnen. Also, ich nehme zwei Vektorräume und mache daraus einen neuen. Wir wissen schon, wie man mit Vektoren rechnet. Ja, ich kann mit Vektoren Linearkombinationen bilden. Das ist ganz nett. Aber das, was wir jetzt machen, ist viel lustiger. Dann nehmen wir also ganze Räume und machen neue Räume daraus. Das ist nützlich, weil wenn Sie in einer Anwendung irgendwie einen Vektorraum brauchen, der irgendetwas modelliert, dann gehen Sie halt von den Vektorräumen aus, die Sie kennen. Aber da wird keiner direkt geeignet sein, sondern müssen Sie sagen, ich bastel mir einen Vektorraum, der genau meinen Zweck erfüllt. Und da gibt es also verschiedene Konstruktionen, die jetzt Thema sein sollen. Zwei Konstruktionen haben wir schon gesehen, und zwar die Summe und den Schnitt. Das ist für den Fall, wenn ich zwei Vektorräume habe, U1 und U2, die einen gemeinsamen umgebenden Raum haben. Also wenn ich nicht zwei irgendwelche K-Vektorräume habe, sondern ich habe zwei Unterräume eines gemeinsamen Oberraums. Und dann hatten wir gesehen, der Schnitt ist dann auch ein Untervektorraum und die Summe ist ein Untervektorraum. Also wenn das Untervektorräume sind, dann sind das auch Untervektorräume. Was war nochmal das mit der Summe? Also Schnitt ist klar. Schnitt ist die Menge aller Vektoren, die sowohl in dem U1 als auch im U2 drin sind. Mit der Summe ist so, das sind die
Das ist die Menge aller Vektoren in V, die ich schreiben kann, als ein Element von dem und ein Element von dem. Als Summe von zwei solchen Elementen. Also Summe von U1 plus U2, wenn ich U1 durch U1 laufen lasse und U2 durch U2. Und die Vereinigung ist kein. Im Allgemeinen kein Untervektorraum. Nur mal zur Erinnerung. Was wir aber haben, ist U1 plus U2 ist der von der Vereinigung erzeugte Raum. So, was uns jetzt interessiert ist, nicht nur strukturell, dass das wieder Unterräume sind, sondern wir hätten dann auch gerne etwas gewusst über deren Dimension, beziehungsweise über deren Basen, wenn wir davon ausgehen, dass wir Basen und oder Kenntnisse über die Dimension von U1 und U2 haben. Also was kann ich sagen, wenn ich sagen wir, das V ist irgendwie ein sehr einfacher, gutartiger Vektorraum, ein Vektorraum, in dem man rechnen kann, zum Beispiel ein K hoch n. Und ich habe jetzt zwei Unterräume davon gegeben. Wie kann ich den Schnitt ausrechnen und wie kann ich die Summe ausrechnen? Machen wir da ein Beispiel. Sagen wir, U1 ist gleich 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1 und U2 ist gleich 0, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 2. So ist zum Beispiel. Das sind also zwei Untervektorräume vom Q hoch 4. Na, gehen wir dann noch einen dazu. 1, 2, 3, 4. So. Und jetzt, was ist mit der Summe? Also für die Summe haben wir schon gesehen, ein erzeugendes System. Für die Summe ist sehr leicht anzugeben, weil die Summe der beiden Räume ist ja genau die Summe aller, die ich schreiben kann als 1 von dem plus 1 von dem. Und jedes von denen kann ich schreiben als Linearkombination von einem von dem und dem. Und jedes von dem kann ich schreiben als Linearkombination von dem und dem und dem. Das heißt, die Summe von 1 von dem und 1 von dem sind genau die Vektoren, die ich schreiben kann als eine Linearkombination von dem und dem und dem und dem und dem. Das heißt, das kann ich sofort hinschreiben. U1 plus U2 ist gleich 1, 0, 1, 0, der Raum, der erzeugt wird von 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 2 und 1, 2, 3, 4. So, jetzt ist das ein bisschen merkwürdig, weil das ist eben jetzt immer noch ein Unterraum vom Q hoch 4, aber da stehen jetzt fünf Vektoren. Ja, das kann ja schlecht fünfdimensional sein. Ein Unterraum vom Q hoch 4 kann höchstens vierdimensional sein. Das heißt, dieses Ding, was wir da jetzt hingeschrieben haben, ist zwar ein erzeugendes System, also diese Menge, die nur diese Vektoren enthält, das ist ein erzeugendes System, aber keine Basis. Das muss linear abhängig sein, weil fünf Vektoren in einem vierdimensionalen Vektorraum sind immer linear abhängig. Wie ist das hier? Wo kommt das her? Ist das, weil die vorher schon linear abhängig waren? Nein, das ist nicht so. Das U1, diese beiden hier, die sind linear unabhängig. Das heißt, diese beiden Vektoren bilden tatsächlich eine Basis von U1. Und hier, wenn ich mich nicht vertan habe, und ich glaube, ich habe mich nicht vertan, dann sind die drei hier auch miteinander linear unabhängig. Das heißt, die drei Vektoren bilden eine Basis von U2. Aber wenn ich die jetzt zusammenkippe, naja, dann geht die lineare Unabhängigkeit eventuell und in dem Fall tatsächlich verloren. Ich habe dann nur noch ein erzeugendes System, aber keine Basis. Das heißt, wie macht man da draußen eine Basis? Das haben wir schon gesehen. Ich schreibe einfach die Vektoren in die Zeilen einer Matrix. 1, 0, 1, 0. 1, 2, 0, 1. 0, 1, 1, 0. 1, 2, 1, 2,
1, 2, 3, 4. Und dann bringe ich die in Treppennormalform. Soll ich das jetzt machen? Nein. Ja, minus 1 plus. Minus 1 plus. Minus 1 plus. Okay, und dann kommt halt dann eine Treppennormalform raus. Die sieht dann irgendwie so aus. 1 irgendwas, 1 irgendwas, 1 irgendwas, 1. Und hier unten wird die 0, 0, 0, 0 haben. Und dann kann ich diese Vektoren hier nehmen, die hier oben stehen. Nicht den Nullvektor natürlich, aber diese Vektoren, die hier stehen, bilden eine Basis von U1 plus U2. Warum ist das so? Naja, die sind nun mal offensichtlich linear unabhängig, weil die so eine Stufenform haben. Und für die nicht nullen Zeilen einer Treppenform haben wir ja mal uns überlegt, dass die immer linear unabhängig sind. Und das müssen sie sein, um Basis zu sein. Das ist das eine. Und das andere ist, naja, der Zeilenraum, also der Raum, der von den Zeilen einer Matrix aufgespannt wird, ändert sich nicht, wenn ich Zeilenoperationen auf die Matrix anwende. Also ich kann hier sagen, wenn ich hier jetzt sowas mache, ich nehme den hier da, das minus einfache von dem da drauf. Dann ist die Menge aller Linearkombinationen von den Zeilen anschließend genau dieselbe wie vorher. Das heißt, die Menge der Linearkombinationen von diesen Zeilen ist genau dieselbe wie die Menge der Linearkombinationen von diesen Zeilen. Und die Menge der Linearkombinationen von diesen Zeilen, das ist aber genau der Unterraum, der von den Zeilen erzeugt wird. Und das ist das, was uns da interessiert, das U1 plus U2. Das heißt, diese vier Vektoren, die da rauskommen, und für die ich zu faul war, sie auszurechnen, die sind, ja, die sind in U1 plus U2 und alle anderen Elemente von U1 plus U2 lassen sich als Linearkombinationen von denen schreiben. Das heißt, das war einfach. Das ist die Summe. Sie kippen einfach die beiden Basen, die Sie haben, zusammen und dann haben Sie ein erzeugendes System und dann eliminieren Sie dann noch die linearen Abhängigkeiten und dann haben Sie eine Basis. Und was ist mit dem Schnitt? Der Schnitt ist ein bisschen aufwendiger, aber auch nicht so arg. Also wenn ich jetzt wissen will, was ist das? Das muss ja auch wieder ein Unterraum sein. Und ja, gucken wir mal, wie kriegen wir das hin? Sagen wir also, ich schreibe es mal so, damit ich nicht die expliziten Vektoren schreiben muss. Nennen wir das hier B1, B2 und nennen das hier, sagen wir U1, U2, U3. So. Und dann, was suche ich? Ich suche Vektoren, die sowohl in dem einen drin enthalten sind, als auch in dem anderen. So, welche sind in dem hier enthalten? Die Vektoren, die in dem hier enthalten sind, sind genau die, die ich schreiben kann als Alpha 1 B1 plus Alpha 2 B2. Also das hier ist ja gleich die Menge aller, so dass Alpha 1, Alpha 2 irgendwelche Elemente von Q sind. Und den hier, naja, den kann ich auch so schreiben. Das ist vielleicht Beta 1 U1 plus Beta 2 alle Linearkombinationen. Beta 3 U3 für Beta 1, Beta 2, Beta 3 in Q. Okay, also das ist alles natürlich Teilmenge von Q hoch 4 in unserem Beispiel. So, das heißt, was ich jetzt suche, sind die Vektoren, die ich sowohl so schreiben kann, als auch so schreiben kann. Also die Vektoren x, die ich schreiben kann als Alpha 1 B1 plus Alpha 2 B2, aber auch als Beta 1 U1 plus Beta 2 U2 plus Beta 3 U3. Also was sind die x? X in Q hoch 4 mit der Eigenschaft, dass es gibt Alpha 1, Alpha 2, Beta 1, Beta 2, Beta 3 in Q, sodass das hier. Ja, das Wesentliche ist, dass das hier gleich mit dem sein muss. Und da ist dann lustigerweise das X gar nicht mehr relevant, sondern ich muss eigentlich nur finden, was sind die Alphas, die ich hier einsetzen kann, sodass ein Element von dort rauskommt. Und das ist dasselbe wie zu fragen, was sind die Betas,
die ich hier einsetzen kann, sodass das, was ich rauskriege, ein Element von dem anderen ist. Weil es ist ja auf jeden Fall ein Element von dem, aber wie muss ich die wählen, sodass ein Element von dem anderen rauskommt? Ja, das ist dieser Ansatz hier. Oh, und dann kann ich sagen, na gut, das kann ich ausrechnen, indem ich das auf eine Seite bringe. Alpha 1 B1 plus Alpha 2 B2 minus Beta 1 U1 minus Beta 2 U2 minus Beta 3 U3 gleich 0. Dann habe ich eine Gleichung, die zu lösen ist. Oh, und die kann ich dann aber jetzt wieder schreiben als Matrix, als Gleichungssystem. Denn das ist ja, B1 war ja so ein Zeilenvektor, B2 auch. Und naja, vielleicht hier minus U1, minus U2, minus U3 mal Alpha 1, Alpha 2, Beta 1, Beta 2, Beta 3 gleich 0. Und wenn man das jetzt löst, dann kommen irgendwelche Alphas und Betas raus. Es kommt eventuell ein ganzer Raum von solchen Alphas und Betas raus. Und mit diesen Alphas und Betas kann ich jetzt dann die entsprechenden Linearkombinationen bilden. Sagen wir, ja, also in unserem Beispiel, hier würden wir sagen, also was waren jetzt die Vektoren? Also was, jedenfalls, was Sie merken müssen, ist, Sie nehmen diese Vektoren für die Summe, nehmen Sie die in die Zeilen einer Matrix, machen TNF, für den Schnitt nehmen Sie die in die Spalten einer Matrix. Das ist das, was wir jetzt gesehen haben. Also 1, 0, 1, 0. Das ist B1 hier. Dann 1, 2, 0, 1. Dann 0, 1, 1, 0. Ja, ich werde es jetzt eh nicht ausrechnen. 1, 2, 1, 2. Und 1, 2, 3, 4. Also hier wäre dann der Kern von dem gleich, na, der wäre dann auszurechnen. Naja, und ich rate jetzt mal, was die Lösung ist. Ich mag es nicht ausrechnen. Ich rate es sicher falsch. Das ist aber auch letztlich wurscht. Das, was da rauskommen wird, ist ja irgendein Unterraum. Vermutlich wird der eindimensional sein. Sagen wir, keine Ahnung, ich schreibe jetzt irgendwelche Fantasiezahlen hin. Das sind jetzt nicht die Zahlen, die da wirklich rauskommen. Nehmen wir an, da kommt raus 5, 7, 3, 8. 9. Das wäre dann ein Unterraum von Q hoch 5. Also das hier ist nur als Beispiel. Wie würde ich dann da weiterrechnen? Was wäre das denn dann? Dann wäre das 5 und das 7. Das wäre das Alpha und das Alpha 1 und Alpha 2 und das 3, 8, 9. Das wären das Beta 1, 2 und 3. Und dann bin ich jetzt noch nicht fertig. Das sind nicht die Elemente, die im Schnitt sind. Die leben ja auch in einem ganz anderen Raum. Das hier ist ja ein Vektor der Länge 5. Und bei U1 und U2 handelt es sich um Unterräume vom Q hoch 4. Das heißt, das kann sicher kein Vektor sein, der da im Schnitt lebt, weil die haben ja alle nur Vektoren der Länge 4. Also, da sind wir noch nicht fertig, sondern wir müssen gucken, was haben wir denn hier gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen einen Ansatz bilden für Koeffizienten Alpha und Beta, die so sind, dass wenn ich die Bs mit den Alphas oder die Us mit den Betas, dass dann ein Element rauskommt, was sowohl im einen als auch im anderen Raum drin liegt. Also das müssen wir jetzt noch machen. Wir müssen also jetzt dann daraus folgt. Ich könnte jetzt so zum Beispiel sehen, von dem hier kommt dann 5 mal der erste Vektor 1, 0, 1, 0. Plus 7 mal dem zweiten Vektor 1, 2, 0, 1. Das wäre im Schnitt. Denn das wäre nach der Konstruktion, wäre das dann gleich, aha, ja, gleich mit 3 mal 0, 1, 1, 0 plus 8 mal 1, 2, 1, 2
plus 9 mal 1, 2, 3, 4. Stimmt jetzt natürlich nicht, weil ich Fantasiezahlen genommen habe. Aber wenn wir das richtig gerechnet hätten mit richtigen Zahlen, dann würde das so passen. Außer, dass ich da jetzt noch einen Vorzeichenfehler gemacht habe. Ich habe hier, müsste ich die negativen U's reinschreiben. Ich habe hier die U's selbst reingeschrieben. Also dieser Vektor hier ist B1, dieser ist B2, dieser ist U1, U2, U3. Hier habe ich gesagt, wir schreiben die negativen rein, damit hier die Betas stehen. Das kann man aber natürlich auch andersrum machen. Man muss nur aufpassen, dass man es konsistent macht. Wenn ich hier einfach die U selbst reinschreibe, dann muss ich halt hier sagen, das sind die negativen Betas. Und das ist aber dann auch wieder egal, ob das dann die negativen hier sind. Denn das, was da rauskommt, das hier ist ja ein Unterraum. Das heißt, wenn ich hier sage, ich gebe die hier alle mal minus 1. Das ändert an dem Raum nichts. Das hatten wir schon mal, als wir über die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems gesprochen haben. Da war das auch so, dass Sie sagen können, ja, die Erzeuger, die kann ich mit minus 1 multiplizieren. Und hier kriege ich ja einen Erzeuger. Also wenn ich das hier ausrechnen würde, so, 5 mal so und so, das wäre dann, da würde ich dann sagen, das ist der Raum U1 geschnitten U2 ist der von dem hier erzeugte Unterraum. Und der ist natürlich auch gleich, natürlich gleich dem von dem da erzeugten Unterraum. Oh, und was, wenn da jetzt was Zweidimensionales rauskäme als Lösungsraum? Na, dann hätten Sie zwei Erzeuger. Also falls der Kern von B1, B2, U1, U2, U3 gleich erzeugt wird von so. Wie würden Sie dann machen? Dann würden Sie sagen, dann ist U1 geschnitten mit U2 gleich. Ja, jetzt nehmen Sie, ja, das ist dann auch ein Untervektorraum, der ist erzeugt von zwei Elementen. Einer kommt von dem und einer kommt von dem. Und hier nehmen Sie den hier mal B1 plus den hier mal B2 als den ersten Erzeuger und dann den hier mal B1 und den hier mal B2. Oh, das wäre dann der Unterraum von Q 4. Aber ich glaube, im Skript ist ein richtiges Beispiel mit Zahlen. Schauen wir uns das an. Also hier, das sind jetzt andere Zahlen, aber trotzdem, das sind bei zwei Teilmengen von Q4. Und wir machen genau diesen Ansatz hier, Alpha 1 mal dem ersten plus Alpha 2 mal dem zweiten, das ist der, ist gleich Beta 1 mal dem ersten plus Beta 1 mal dem zweiten, der und der. Und als Gleichungssystem geschrieben ist das dann auch wieder, das ist die Matrix, die die Vektoren in den Spalten hat. Mal Alpha 1, Alpha 2, Beta 1, Beta 2. Und hier habe ich dann sogar noch dann die Vorzeichen geändert. Müsste ich aber nicht. Es kommt dann aber raus, in dem Fall tatsächlich richtig gerechnet, dass dieser Lösungsvektor, also diese Alpha und Beta, sind genau die Vielfachen von diesem einen Vektor. Und daraus folgt dann, dass 1 mal dem ersten Vektor plus minus 1 mal dem zweiten Vektor ein Element des Schnitts ist und nicht nur ein Element des Schnitts, sondern alle weitere gibt es nicht. Denn wenn es weitere gäbe, also außer den Vielfachen davon, wenn es weitere gäbe, dann müssten die ja hier auch auftreten. Könnte genauso gut aber rechnen, weil das im Schnitt ist, könnte ich auch sagen, dass das ist gleich 0 mal dem plus 1 mal dem. Müsste dasselbe rauskommen. Schauen wir mal, was rauskommt. Also was ist das hier? Das ist 1 mal 1 minus 0 ist 1. 1 minus 1 ist 0. 0 plus 0 ist 0. 0 plus 0 ist 0. Ja, genau, das ist genau der hier. Das ist einmal dem.
plus 0 mal dem. Das ist genau der. Also so rechnen Sie den Schnitt aus. Und wenn Sie sich jetzt erinnern, also der Schnitt sieht jetzt ein bisschen komplizierter aus als die Summe. Das liegt aber daran, wie Sie den Raum gegeben haben. Wenn Sie den Raum gegeben haben als erzeugenden System, dann ist es so, wie wir es gerade beobachtet haben, dann ist der Schnitt etwas mühsamer auszurechnen als die Summe. Aber wir haben im Zusammenhang mit Gleichungssystemen gesehen, dass das hier nur eine Möglichkeit ist, einen Raum darzustellen. Ich kann einen Raum auch implizit darstellen und sagen, ich betrachte den Raum U2, der Kern ist von folgender Matrix. Das wäre die implizite Darstellung. Also anderes Beispiel, wenn wir sagen, U1 ist nicht irgendwie der von so und so erzeugte Vektorraum, sondern ich sage, ist der Kern der ersten Matrix. Und U2 ist der Kern der zweiten Matrix. Und ich habe zwei Matrizen gegeben und durch diese ist der Vektorraum bestimmt. Und die Frage ist, was ist U1 geschnitten U2? Ja, dann könnte ich jetzt ganz brutal vorgehen und sagen, ich rechne den Kern hier aus und den Kern, das kann ich ja mit Gauß-Elimination, dann kriege ich ein erzeugendes System und dann mache ich das, was ich gerade beschrieben habe. Das würde funktionieren. Und es käme das Richtige raus. Ich kann aber auch das einfach hinschreiben, wenn ich mir auch wieder erlaube, das Ergebnis implizit hinzuschreiben, dann ist das einfach der Kern von der Matrix, die ich kriege, wenn ich die beiden Matrizen übereinander stelle. A1, A2. Warum ist das? Wie kann ich das wissen? Ja, das liegt daran, weil was ist denn dieser Raum? Der ist ja irgendwie eingeschränkt durch, das ist gleich, also der Kern ist ja die Menge aller x, für die gilt A1 mal x gleich 0. Und das hier ist die Menge aller x, für die gilt a1 mal x gleich 0, a2 mal x gleich 0. Und das hier, das ist die Menge aller x, für die gilt a1, a2 mal x gleich 0. Nun ist das aber dasselbe wie zu sagen a1 mal x. Ja, ich könnte es so schreiben, 0, 0. Und das heißt dann koordinatenweise wäre das a1x gleich a2x gleich 0. Ja, ich sollte es nicht in einem schreiben, sondern mit und, weil sie vielleicht verschieden lang sind. 0 a2 von x gleich 0. Naja, und dann fertig. Da brauche ich gar nichts zu rechnen. Also da sehen Sie nochmal, ob etwas viel Rechenaufwand ist oder nicht. Hängt nicht am Problem selbst nur, sondern auch daran, in welcher Form der Input gegeben ist und in welcher Form Sie den Output haben wollen. Da gibt es eventuell verschiedene Möglichkeiten und manche sind besser als andere. Und hier ist es dann ein bisschen so, dass wenn Sie das also so die Unterräume gegeben haben als Matrizen, von denen der Unterraum, der Sie interessiert, der Kern ist, und Sie wissen gar nicht eine Basis, dann ist das sehr handlich, um den Schnitt auszurechnen. Dafür können Sie da auf der Darstellung nicht so gut die Summe ausrechnen. Also man kann das zwar machen, mit Gewalt jetzt in der Darstellung die Summe ausrechnen, aber wenn man das sich überlegt, wie das geht, dann kommen Sie dann auf eine Rechnung, die ziemlich ähnlich ist zu dem, was wir in der anderen Darstellung vorher für den Schnitt gebraucht haben. Das ist also so ein bisschen, dass Summe und Schnitt komplementär zueinander sind. Das, was bei der einen Darstellung die Summe entspricht bei der anderen Darstellung dem Schnitt und umgekehrt. Das heißt aber doch, dass Summe und Schnitt irgendwie zusammenhängen müssen. Ja, da gibt es irgendeinen Zusammenhang. Und tatsächlich kann man den Zusammenhang sehr konkret machen, sofern man nicht über die Basen sprechen will. Das geht natürlich im Allgemeinen nicht. Wenn ich irgendwelche Vektorräume habe, dann weiß ich natürlich nicht, wie die Basen aussehen. Aber ich kann den Zusammenhang festnageln, wenn ich über die Dimensionen rede. Die Dimensionen sind ja die Größen der Basen. Und das ist dann jetzt der nächste Satz. Der nächste Satz ist ein Dimensionssatz, ein sogenannter Dimensionssatz. Der sagt, wenn wir zwei endlich dimensionale Unterräume haben, eines bestimmten Vektorraums V, dann gilt die Dimension der Summe
ist gleich die Summe der Dimensionen. Und das wäre jetzt schön, wenn da schon Schluss wäre. Ist aber nicht, sondern da muss ich noch abziehen, die Dimension des Schnitts. Und das ist dann also eine Formel, die Dimension des Summenraums in Beziehung setzt zur Dimension des Schnittraums. Können wir das geometrisch, bevor wir es beweisen, geometrisch ein bisschen veranschaulichen? Ja, nehmen wir an, das V ist der R3. Der sieht irgendwie so aus. R3. Und das U1 und das U2 sind vielleicht so Ebenen. Sagen wir hier, da liegt so eine Ebene drin, Ebene durch den Ursprung. Und das U2 ist vielleicht auch eine Ebene. Vielleicht liegt die dann so drin. So. Also das hier wäre das U1 und das wäre das U2. Und dann ist so, der Raum insgesamt hat Dimension 3. Die Summe von diesen beiden, naja, damit werde ich den ganzen Raum erreichen können. Ich kann jeden Punkt, zum Beispiel den Punkt, erreichen, indem ich einen Vektor aus der einen Ebene nehme und einen Vektor aus den anderen und die aufaddiere. Dann komme ich sicher hin, egal wo ich hin will, auch hier und da komme ich überall hin. Das heißt, in dem Fall wäre U1 plus U2 gleich der ganze R3. Dann ist die Dimension von dem aber 3. Während die Dimension von jedem Einzelnen ist 2, das heißt, hier haben wir 2 plus 2, hier haben wir 3, dann sollte das hier besser 1 sein. Und in der Tat, wenn Sie zwei Ebenen haben, die werden sich irgendwo in einer Geraden schneiden. Das ist dann das hier. Okay, also in dem Beispiel stimmt's. Und die Behauptung des Satzes, es stimmt immer. Aber natürlich nur für endlich Dimensionale, weil. Wenn das hier irgendwie unendlich ist, dann weiß ich nicht, was Plus heißt. Zumindest weiß ich nicht, was Minus heißt. Das wäre dann irgendwie komisch. Aber für endlich Dimensionale stimmt das. Und der Beweis ist auch gar nicht so schwer. Den schauen wir uns an. Geht so. Also, sagen wir U1. Ja, sagen wir U1 geschnitten mit U2 ist ja ein Vektorraum, hat eine Basis. Weil wir wissen jetzt, jeder Vektorraum hat eine Basis, also dieser insbesondere auch. Und es sind ja endlich dimensionale Vektorräume, das heißt, die wird dann auch endlich sein. Etwa nehmen wir so eine Basis, B1 bis BK. Und jetzt kann ich mir anschauen, was ist mit einer Basis von U1. Also dann ist Dimension von U1 geschnitten U2 wäre dann K. Das ist genauso viel, wie hier drin sind. Die sollen natürlich, wenn ich das so schreibe, ist gemeint, dass die alle verschieden sind. Ich schreibe nicht denselben Vektor da mehrfach rein oder so. Irgendwas Blödes. Also die Dimension soll K sein. Und jetzt kann ich mir Basen von U1 und U2 erzeugen, die diese Basis hier enthalten. Das geht mit dem Basisergänzungssatz, weil das hier ist eine Basis vom Schnitt und damit insbesondere eine linearunabhängige Menge. Und es ist eine linearunabhängige Teilmenge von jedem von den beiden, von U1 und von U2. Also nach dem Basisergänzungssatz gilt, es gibt BK plus 1 bis BN und BK plus 1 Schlange bis BM, irgendwelche Elemente von V, sodass die Menge BK plus, nein. Sodass die Menge hier oben, die Basis von dem Schnitt, zusammen mit den einen eine Basis von U1 gibt und zusammen mit den anderen eine Basis von U2. Also B1 bis BK, BK plus 1 bis BN, eine Basis von U1
und B1 bis BK und B mit den anderen Schlange bis BM mit Basis von U2. Und natürlich kann ich die jetzt dann wieder so wählen, dass da nicht irgendwas doppelt drin steht, sondern dass das hier genau eine n-elementige Menge ist. Also mit, dann gilt die Dimension von U1 ist dann n, weil hier stehen k-Elemente und hier stehen dann mit k plus 1 weitergezählt bis n, also sind das insgesamt n. Dimension von U2 ist m. Ja, so ist das gemeint. So, und was ist jetzt zu zeigen? Zu zeigen ist, dass die Dimension von der Summe U1 plus U2 gleich n plus m minus k ist. Und wie zeigen wir das? Na, das zeigen wir dadurch, dass wir eine Basis hinschreiben für diesen Summenraum, die so viele Elemente enthält. Weil so ist ja die Dimension definiert. Was anderes kann ich ja kaum machen. Aber das kann ich sehr gut machen, weil ich mir das hier so vorbereitet habe. Also wir zeigen, dass die Menge, die, naja, und hier nehme ich halt einfach die Vereinigung von diesen beiden Mengen und ich habe mir das so hergerichtet, dass die beiden gleich sind. Das heißt, die brauche ich dann in der Vereinigung nur einmal hinzuschreiben. B1 bis BK, BK plus 1 bis BN und BK plus 1 Schlange bis BM Schlange ist eine Basis von U1 plus U2. Naja, und die hat genauso viele Elemente, weil hier das sind n Stück und das hier sind m, aber es fängt ja bei k plus 1 an, das heißt, es sind m minus k viele. Das heißt, insgesamt sind das n plus m minus k viele. Also wenn wir das gezeigt haben, fertig. Und um zu zeigen, dass das eine Basis ist, nennen wir es b, müssen wir zwei Dinge zeigen. Erstens, b ist ein erzeugendes System. Und zweitens, das ist linear unabhängig. Okay, nehmen wir also ein erzeugendes System. Wie zeigen wir das? Sei U in U1 plus U2 beliebig. Wir müssen zeigen, jedes beliebige Element des Raums, von dem das Ding ein erzeugendes System ist, also das steht hier gar nicht, schreiben wir das noch dazu, ein erzeugendes System von U1 plus U2. Wenn ich ein beliebiges Element von dem Summenraum habe, dann muss ich mir überlegen, wie ist der Summenraum definiert. Der Summenraum ist so definiert, dass ich das U jetzt schreiben kann als eine Summe von einem von dem einen und einem von dem anderen. Also etwa U gleich U1 plus U2 für ein, naja, für ein U1 aus U1 und ein U2 aus U2. So, jetzt weiß ich aber, dass U1 ist in U1 und von dem U1 habe ich eine Basis, nämlich die hier. Das heißt, das U1 kann ich in dieser Basis ausdrücken. Also dann gibt es Alpha 1 bis Alpha n mit U1 gleich Alpha 1 B1 plus 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 Alpha K BK. Plus Alpha K plus 1 BK plus 1 plus 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 Alpha N BN. Und mit dem U2 ist es auch so. Beta 1 bis Beta M mit U2 gleich Beta 1 B1 plus 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 Beta K BK plus Beta K plus 1 BK plus 1 Schlange, weil das ist jetzt im U2, plus Beta M BM Schlange. Naja, und wenn ich die jetzt addiere,
Dann kriege ich ja eine Linearkombination. Also dann kriege ich auf der einen Seite U1 plus U2, und das war das beliebig gewählte U. Auf der anderen Seite kriege ich eine Linearkombination von den Dingen, von denen ich behaupte, dass sie ein Erzeugnissystem sind. Und dann bin ich fertig. Also habe ich hier Alpha 1 plus Beta 1 B1 plus 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 Alpha K plus Beta K BK plus, naja, und dann kommen die hier. Die haben da unten keinen Partner und als drittes kommen die hier, die haben oben keinen Partner. Also plus Alpha K plus 1 B K plus 1 plus 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 Alpha N B N plus Beta K plus 1 B K plus 1 Schlange plus 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 Beta M B M. Na fertig, das ist also eine Linearkombination von Elementen von B. Und weil das U beliebig war, ist also jedes Element von Summenraum eine Linearkombination von Elementen von B, und das ist es, was es bedeutet, erzeugend ein System zu sein. Das Zweite ist jetzt noch zu zeigen, dass es sich bei dem B um eine linearunabhängige Menge handelt. Und wie zeigen wir das? Und das zeigen wir auch immer gleich. Wir nehmen eine Linearkombination an von den Elementen von B, die die 0 ergibt, und zeigen, alle Koeffizienten müssen 0 sein. Also seien Alpha 1 bis Alpha K und Beta K plus 1 bis, Alpha 1 bis Alpha N. Beta K plus 1 bis Beta M im Körper so, dass Alpha 1 B1 plus 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 Alpha K Alpha N BN plus Beta K plus 1 BK plus 1 Schlange plus 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 Beta M BM Schlange gleich 0 ist. Und zu zeigen ist, die Alphas sind alle 0. Und die Betas auch. So, wie zeige ich das jetzt? Das war irgendwie so, dass ich das auf zwei Seiten aufteile. Ja, ich kann das mal, also wenn diese Gleichung hier gilt, dann kann ich aus dem folgern, Alpha 1 B1 plus 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 Alpha N BN ist gleich Beta K plus 1 BK plus 1 Schlange plus 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 Beta M BM Schlange. Minus, Entschuldigung, minus, minus. Und wenn ich das, also ich habe hier die hier auf die rechte Seite gebracht, darüber ändert sich das Vorzeichen, aber das tut nicht viel zur Sache. Das, worauf es jetzt ankommt, ist, dass die, die hier links stehen, ah ja, genau, dass die, die hier links stehen, die sind in U1, weil die Bs ohne die Schlangen, die bilden eine Basis von U1. Und die B-Schlangen, die sind alle in U2. Die bilden zwar keine Basis, die bilden eine Basis mit den ersten paar von denen, aber na gut. Die sind aber alle in U2, und dann ist natürlich auch jede Linearkombination von denen, also zum Beispiel die, die hier steht, auch in U2. Das heißt, das hier ist in U2. Und die beiden sind aber gleich. Wenn die aber gleich sind, dann heißt das, dann sind beide im Schnitt. Daraus folgt, beide Seiten liegen im Schnitt.
U1 geschnitten U2. Und vom Schnitt wissen wir eine Basis. Da B1 bis BK eine Basis ist, von U1 geschnitten U2, muss es also irgendeine Möglichkeit geben, diesen Vektor hier, und den anderen auch, aber der ist ja gleich, aber ich nehme jetzt den rechten, zu schreiben als Linearkombination von diesen Bs. Also gibt es Gamma 1 bis Gamma k in k mit Gamma 1 b1 plus 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 Gamma k bk gleich minus Beta k plus 1 bk plus 1 Schlange plus 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 minus Beta m bm Schlange. Und wenn ich das jetzt auf die andere Seite bringe, dann passiert etwas Interessantes. Denn hier steht jetzt 0. Und das hier ist eine Linearkombination von Elementen einer der Basis von U2, weil die Basis von U2 bestand aus den ersten KBs und aus den geschlankten Bs einer Basis von U2. Das ist die Basis, die wir da oben genommen haben. Man sagt, das hier, da soll eine Basis sein von U2. Ja, das besteht aus den ersten, die die Basis von dem Schnitt bilden, und aus den weiteren, die wir aus dem Basisergänzungssatz bekommen haben. Ja, und eine Basis ist linear unabhängig. Das heißt, wenn ich hier so eine Linearkombination der 0 habe, dann müssen die Gammas und die Betas 0 sein. Also weil die Basis linear unabhängig ist, folgt Gamma 1 gleich Gamma k gleich Beta k plus 1 gleich Beta m gleich 0. Nun, die Gammas interessieren uns nicht so besonders, aber die Betas, dass die Betas 0 sind, das ist bemerkenswert. Denn wenn die Betas 0 sind da unten, dann sind sie hier oben auch 0. Aber das heißt dann, hier habe ich auf der rechten Seite 0 stehen. Also insbesondere ist dann minus Beta k plus 1 b k plus 1 Schlange minus Beta m b m Schlange gleich 0. Und von dem haben wir gesagt, das ist dasselbe wie das mit den Alphas, wo der Index aber jetzt nicht bis k läuft, sondern sogar bis n, sodass wir dann ein Element von U1 haben. Also das ist gleich Alpha 1 B1 plus Alpha N BN. Das muss natürlich dann auch 0 sein. Aber diese BNs, das ist hier, das ist, jetzt mache ich nochmal das gleiche Argument, das ist eine Linearkombination von Elementen einer Basis von U1. Weil B1 bis BN, das war eine Basis von U1. Und wieder ist es so, weil eine Basis linear unabhängig ist, muss dann daraus folgen, dass die Alphas alle 0 sind. Und dann haben wir also gezeigt, die Betas sind alle 0 und die Alphas auch. Und was müssten wir zeigen? Wir mussten zeigen, die Betas sind 0 und die Alphas auch. Fertig. Also, was haben wir gezeigt? Schreiben wir nochmal auf den Satz. Das war eine Dimensionsformel. Ich sagte U1 plus U2. Der Raum U1 plus U2 hat im Prinzip die Summe der Räume. Die Dimension der Summe der Räume ist die Summe der Dimensionen der Räume.
So ein bisschen so wie bei einem Homomorphismus. Also das ist die Formel, die wir gerne hätten. Die stimmt aber nicht. Muss sie noch korrigieren, weil wir hier manche Dinge, die sich hier überlappen, die da in beiden drin enthalten sind, die hat man dann hier zweimal gezählt. Die muss man einmal abziehen. Und das, was man abziehen muss, ist genau die Dimension vom Schnitt. O1 geschnitten 2. Und interessant ist das, wenn das kann jetzt natürlich irgendeine Zahl sein. Es kann insbesondere auch 0 sein. Das ist das, was uns besonders interessieren würde, weil dann wäre ja die Formel ein bisschen schöner. Also falls U1, U2 so sind, dass U1 geschnitten U2 der Nullraum ist, dann gilt, dass die Dimension von U1 geschnitten U2 die Dimension des Nullraums ist. Der Nullraum, was hat der für eine Basis? Der hat die leere Menge als Basis und die leere Menge hat 0 Elemente. Das heißt, die Dimension des Nullraums ist 0. Das passt auch geometrisch mit der Anschauung. Es wäre nur der Ursprung. Der Ursprung ist ein einzelner Punkt. Ein Punkt hat Dimension 0. Das haut hin. Das macht Sinn. Und dann ist es so, dann ist dann die Dimension von U1 plus U2 einfach die Summe der Dimension von U1 und U2. Aber nur dann. Im Allgemeinen dürfen Sie den Term hier nicht vergessen. Es gilt eben nur unter dieser Voraussetzung hier. Und unter dieser zusätzlichen Voraussetzung gilt diese vereinfachte Formel. Und in diesem Fall schreibt man, also in diesem Fall, wo das hier erfüllt ist, schreibt man U1 plus U2 statt U1 plus U2. Das ist auch eine sehr komische Angewohnheit, eine komische Konvention. Man macht einen Kringel um das Plus und das ist keine andere Operation, das ist genau dasselbe Plus, das was hier rauskommt. Damit bezeichnet ist, ist genau derselbe Unterraum, der damit bezeichnet ist, nämlich die Menge aller Elemente von V, die ich schreiben kann, als eine Summe von einem von hier und einem von hier. Der Kringel deutet nur an ein Zusatzwissen, nämlich, dass es sich bei dem Schnitt von diesen beiden Summanden um den leeren Raum handelt. Den leeren Raum habe ich gesagt. Also mit dem leeren Raum bezeichnet man den Raum, der nur den Null enthält, weil Null muss ja enthalten sein, aber sonst halt nichts. Den kleinsten Raum, den es gibt. Okay, und dann sagt man, die Summe ist direkt. Eine direkte Summe. Und was bedeutet das? Also was bedeutet das, wenn ich U in U1 plus U2 habe? Bedeutet U ist gleich U1 plus U2 für ein U1 in U1 und ein U2 in U2. Das ist nochmal die Definition der Summe. Und U in U1 plus U2 mit Kringel drum bedeutet genau dasselbe mit der zusätzlichen Bedingung, dass diese U1, U2 eindeutig sind. Also für jedes U aus der direkten Summe gibt es genau ein Paar U1, U2 mit U1 in U1 und U2 in U2, sodass deren Summe das U gibt. Denn gäbe es zwei, was hat das jetzt, das habe ich ja vorher anders gesagt. Vorher habe ich gesagt, der Schnitt von denen soll leer sein. Jetzt sage ich plötzlich was über Eindeutigkeit. Aber das ist dasselbe. Gäbe es nämlich zwei, für ein U in U1 plus U2 zwei Darstellungen, sagen wir
U gleich U1 plus U2 mit dem in U1 und dem in U2 und auch U1 neuer Strich plus U2 Strich, dem in U1 und dem in U2. So könnte ich jetzt die Differenz bilden von dem, na, das ist ja auch wieder U, dann hätte ich hier U minus U, das wäre 0. Und das hätte ich hier U1 minus U2 plus, nee, U1 minus U1 Strich plus U2 minus U2 Strich. Das ist in U1, das ist in U2. Oh, und das kann ich jetzt dann auch wieder 1 auf die eine und 1 auf die andere Seite. Dann hätte ich U1 minus U1 Strich ist gleich U2 Strich minus U2. Das hier ist in U1, das hier ist in U2. Die sind aber gleich, das heißt, beide sind in U1 geschnitten, U2. Ah, und von dem haben wir gesagt, das ist 0. Das heißt, dann müsste das hier 0 sein. Und dann habe ich gezeigt, dass U1 muss gleich dem U1 Strich sein und das U2 muss gleich dem U2 Strich sein. Sonst können die nicht 0 sein. Okay, also das ist dasselbe. Diese Darstellung, die Eindeutigkeit dieser Darstellung für alle Elemente des Summenraums ist dasselbe wie zu sagen, dass die Summe direkt ist, und das ist dasselbe wie zu sagen, dass der Schnitt von den beiden Räumen, von denen die Summe gebildet wird, nur den Nullvektor enthält. Also zumindest ist das so, wenn wir die Summe von zwei Räumen bilden. Also im Fall, wo ich mehr Räume habe, U1 plus U, was weiß ich, M, sagt man, oder spricht man von einer direkten Summe. Und schreibt das dann auch so: U1 Kringel U2 plus UM. So, und dann würde man jetzt zuerst vielleicht vermuten, wenn jeweils zwei paarweise miteinander leeren Schnitt haben. Das ist aber dann dummerweise nicht das, was man braucht, sondern man würde ja doch wieder gerne so eine eindeutige Darstellung haben, als Charakterisierung von der Direktheit der Summe. Und es stellt sich dann raus, dass das ein bisschen komplizierter ist. Was man dann wirklich braucht, ist, also man spricht von einer direkten Summe und schreibt dann, falls für jedes i in 1 bis m gilt der Schnitt von ui nicht mit irgendeinem anderen, sondern mit der Summe von allen anderen. U1 plus ui minus 1 plus UI plus 1 plus UM ist nur der Nullraum. Gut, aber meistens haben wir eh nur zwei. Also für zwei ist es einfach. Und dann fällt es wieder auf das auch zurück. Also für U1 plus U2 ist gleich U1 plus U2 mit U1 geschnitten. U2 gleich 0. So, was man jetzt mal machen kann, ist, man kann wieder den Basisergänzungssatz bemühen, den wir das letzte Mal bewiesen haben, mit dem Auswahlaxiom. Aber macht ja nichts, jetzt gilt er halt. Und sagen, wenn U ein Untervektorraum ist von V und B eine Basis von U, also von dem kleinen Raum, U ist in V enthalten, also denken Sie an den R3 vielleicht hier und hier vielleicht eine Ebene. Und dann ist das B soll eine Basis für die Ebene sein, wird also zwei Vektoren enthalten. Dann kann ich nach, dann ist das B eine linear unabhängige Teilmenge von V. Und zwar nicht ein erzeugendes System von V, sondern nur ein erzeugendes System von einem kleineren Unterraum U. Aber es ist trotzdem immer noch eine linear unabhängige Menge von dem V.
V und ja, vielleicht, ja, dann ist, und deshalb kann das B als Teilmenge von V die Rolle spielen von dem A im Basisergänzungssatz. Der Basisergänzungssatz sagt ja, wenn ich irgendeine linearunabhängige Menge habe, dann kann ich die erweitern, zusätzliche mit weiteren Elementen anreichern, sodass am Ende eine Basis rauskommt. Und das war dann im Satz das B. Also dieses B hier spielt die Rolle von dem A in dem Satz. Also nach dem Basisergänzungssatz gibt es nennen wir es jetzt mal B-Strich. B-Strich, Teilmenge V mit B vereinigt B-Strich. Also so, dass das eine Basis ist von V. Und ich muss in das B-Strich, also das ist jetzt das, was der Basissatz ergänzt. Der Basisergänzungssatz macht eine Ergänzung und das soll jetzt dieses B-Strich sein. Und dieses B-Strich erzeugt natürlich seinerseits auch wieder einen Unterraum, so wie das B. Das B erzeugt den Unterraum U und das B-Strich erzeugt den Unterraum, nennen wir den vielleicht U-Strich. Sei U-Strich oder betrachte U-Strich gleich den von B-Strich erzeugten Unterraum. Und wir können das jetzt so arrangieren, dass die nichts gemeinsam haben. Dass also ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann B-Strich so gewählt werden, dass ich nichts ergänze, was vorher schon da war. Also dass B geschnitten mit B-Strich gleich leer ist. Und dann gilt U geschnitten mit U-Strich enthält nur die 0. Weil B und B-Strich sind linearunabhängig und auch ihre Vereinigung ist linearunabhängig, weil die Vereinigung ist ja eine Basis von ganz V. Oh, und dann haben wir also, dass U plus U-Strich, was ist das? Das ist der Raum, der von B und B-Strich gemeinsam erzeugt wird, das ist ganz V. Und diese Summe ist direkt, weil wir gerade gesagt haben, die haben keinen gemeinsamen Schnitt. Das heißt, was wir gesehen haben, es gilt also, zu jedem U-Teilmenge V gibt es ein U-Teilmenge V mit U direkte Summe U-Strich gleich V. Und so ein U-Strich nennt man einen Komplementärraum. Von U in V. Okay, da brauchen wir jetzt aber ein Beispiel. Also wir hatten schon, ich habe schon angedeutet, nehmen wir R3 als V und nehmen wir U vielleicht so eine Ebene. So. Das wäre U. Und also U ist jetzt wirklich irgendwie nur ein Teilraum. Und ich kann mit U jetzt noch nicht alles erreichen, aber das U hat irgendwie so eine Basis, sagen wir vielleicht der Vektor und der Vektor. Und das U besteht aus allen Linearkombinationen von diesen Vektoren. Und jetzt, wo finde ich das U-Strich? Ja, das U-Strich, weil das U hat in dem Beispiel hier Dimension 2. Was mir jetzt noch fehlt zum ganzen Raum, ist eine weitere Dimension, weil der gesamte umgebende Raum Dimension 3 hat. Das heißt, das als B-Strich könnte ich jetzt irgendeinen Vektor nehmen, der nicht schon in U drin enthalten ist. Könnte das zum Beispiel das hier, also die beiden bilden das B. Und den hier könnte ich als B-Strich wählen. Also B-Strich ist jetzt natürlich eine Menge, die Menge, die nur diesen Vektor enthält. Dann wäre das U-Strich der von B-Strich erzeugte Vektorraum. Das wäre dann so eine Gerade. Das ist U-Strich. Und die direkte Summe von U und U-Strich wäre dann der ganze Raum. Weil jeder Punkt, den ich irgendwo habe, den kann ich mir vorstellen, dass der zerlegt wird in einen Punkt der Ebene. Der ist dann vielleicht sogar, also vielleicht irgendwo hier. Und einen Punkt der Gerade, sodass das hier
die Summe von den beiden dann der Punkt ist. Jeder Punkt des Raums lässt sich in eindeutiger Weise zerlegen als eine Kombination von einem Vektor der Ebene und einem Vektor der Gerade. Und deshalb ist das U' ein Komplementärraum von dem U. Der Schnitt ist nur der Ursprung. Und beachten Sie hier, also das ist so ein bisschen was wie Minus. Also so können Sie es irgendwie merken. Das traue ich mich aber gar nicht hinzuschreiben. Also Sie können aus dem V, Sie können sagen V ohne U. Aber V ohne U, das wäre die Menge aller Vektoren außer der Ebene. Das ist kein Vektorraum. Aber das ist sozusagen der Komplementärraum, ist irgendwie die. Nein, ich mag es nicht hinschreiben, weil es völlig falsch ist. Aber anschaulich ist es irgendwie so, das, was dem, das, was bei Mengen die Differenz ist, das haben Sie bei Vektorräumen nicht. Wenn Sie die Differenz von zwei Vektorräumen bilden, dann kommt halt als mengentheoretisch, ist das, was übrig bleibt, nicht mehr ein Vektorraum. Aber das ist es, das, was am nächsten dran kommt. Das U', das ist so, dass wenn Sie das U plus U' nehmen, dann kriegen Sie ganz V. Das heißt, in gewisser Weise ist das U' sowas wie V minus U, also in Anführungsstrichen. Und warum ist das in Anführungsstrichen? Weil das U' ist nicht eindeutig bestimmt. Es gibt nicht nur einen Komplementärraum, sondern es gibt ganz viele. Weil ich habe ja hier den gebildet, indem ich irgendeinen Vektor rausgenommen habe, der nicht schon in U drin war. Was, wenn ich einen anderen nehme? Den hier zum Beispiel, ja, dann kriege ich ein anderes U'. Das andere U' wäre die Menge aller Vielfachen von diesem Vektor. Auch das ist ein Komplementärraum. Also U2' ist ein Komplementärraum. Also wir haben V ist gleich U direkte Summe mit U'. Und aber auch U direkte Summe mit U2', obwohl U' und U2' nicht derselbe Raum sind. Also Sie sollten nicht sagen, der Komplementärraum habe ich hier auch nicht, sondern ich habe gesagt, so ein U' nennt man einen Komplementärraum von U und normalerweise hat ein Unterraum ganz viele Komplementärräume. Also hier haben wir zwei. Den roten hier, das U' ist ein Komplementärraum von U, die blaue Ebene, und das grüne ist ein anderer Komplementärraum von U. Okay, also es gibt immer einen, aber der ist nicht eindeutig. Und deshalb mag ich das nicht mit Minus aufschreiben, weil das suggeriert ein bisschen da so, dass die Differenz eindeutig ist. Na gut, das ist der Komplementärraum. Was jetzt? Jetzt können wir noch ein bisschen zurückgehen in das, was, ja, da reicht die Zeit jetzt gerade noch so dazu. Ah, und ich schulde Ihnen auch noch ein paar Minuten. Wir können nochmal uns anschauen, wie war das, was wir heute am Anfang gemacht haben, das Schneiden von zwei Vektorräumen. Also wenn ich U1 habe und U2 sind Teilräume von, sagen wir mal, irgendwie k hoch n. Und wir haben gesagt, na, sagen wir, das hier ist B1 bis Bn. So, und der hier ist U1 bis UM irgendwie. Und wir haben gesagt, wie geht denn das mit der Summe und wie geht das mit dem Schnitt? Also ich habe Ihnen erklärt, wie man ein Erzeugendensystem für den Schnitt ausrechnet. Und ich will Ihnen jetzt erklären, warum dieses Erzeugendensystem sogar eine Basis ist. Also wir nehmen hier an, das ist eine Basis. Funktioniert natürlich nur, wenn Sie Basen für U1 und U2 haben. Nehmen wir an, das haben wir. Also die Notation mit den Spitzenklammern nochmal zur Klarstellung, die bedeutet nur, dass das, was da drin steht, ein Erzeugendensystem ist. Ich nehme aber hier an, es sollen sogar Basen sein. Also die U's sind linearunabhängig und die B's sind linearunabhängig. Und dann war es so, denn U1 plus U2 hatten wir dann so gebildet, das war erzeugt von B1 bis Bn, U1 plus UM, und dann aber ist das hier im Allgemeinen keine Basis. Um das zu einer Basis zu machen, bilden wir
eine Matrix, eine Hilfsmatrix M, die diese Vektoren als Zeilen hat. So. Also da, was ist das für eine Matrix? Das ist eine Matrix, die lebt im K hoch n plus m. Oh. Ja, dieses n ist ein anderes als das. Nehmen wir hier K. Und hat K Spalten, weil jeder dieser Vektoren ist so lang, wie halt der Raum groß ist, in dem das alles stattfindet. So, und dann haben wir gesagt, wir nehmen eine TNF von m. Die sieht dann irgendwie so aus. Und das ist dann eine Basis von U1 plus U2. Also insbesondere gilt, wenn hier die Dimension von U1 gleich n ist, die Dimension von U2 gleich m ist, dann weiß ich nicht so viel direkt über die Dimension von U1 plus U2. Ich weiß nur, sie ist höchstens n plus m, aber hier können ja noch lineare Abhängigkeiten drin sein, die ich noch eliminieren muss mit der TNF-Berechnung. Aber ich kann hinschreiben, was die Dimension ist. Die Dimension von U1 plus U2 ist der Rang von dieser Matrix. Ist der Rang von dieser Matrix. Von dieser Matrix. Oh, aha, aber der Rang von der Matrix, die ich anschaue, wenn ich den Schnitt berechne, das ist doch M transponiert. M transponiert ist diese Matrix, die hier die Bs und die Us als Spalten hat. Und wir haben den Dimensionssatz, den wir gerade hatten. Der Dimensionssatz sagte, die Dimension von U1 plus U2 ist gleich die Dimension von U1 plus Dimension von U2 minus die Dimension von U1 geschnitten U2. Das kann ich aber auch umgekehrt schreiben, indem ich hier plus die Dimension nehme und dann minus die Dimension. Das heißt, das hier wäre die Dimension von U1 geschnitten U2 ist gleich die Dimension von U1 plus die Dimension von U2 minus die Dimension der Summe. Und das hier ist n plus m. Ja, weil das ist eine Basis von U1, das ist eine Basis von U2. Und da haben wir jetzt gesagt, die Dimension ist genau der Rang von M, aber der Rang von M ist auch gleich dem Rang von M transponiert. Und wenn ich mir jetzt anschaue, das hier ist dann jetzt genau der Kern, ne, die Dimension des Kerns, weil der Kern hat so viele Basiselemente, wie hier Treppenstufen fehlen. Also hier, das ist die Anzahl der Treppenstufen, die da sind. Wenn ich hiervon dann jetzt die TNF bestimme, so, die sieht so aus. Die hat hier auch wieder, also Rang von m transponiert viele Einsen. Und insgesamt hat sie n plus m viele Spalten. Das heißt, es gibt n plus m minus so viele minus 1 Zeilen, die ich ergänzen muss, wenn ich den eine Basis von dem Kern von t hoch minus t transponiert bildet. Also das ist gleich der Dimension des Kerns von M transponiert. Und wir haben gesagt, aus jedem Element, aus jedem Erzeuger vom Kern kann ich mir einen Erzeuger von Schnitt basteln. Ja, da haben wir gesagt, ja, das sind die Alphas und die Alphas muss ich dann linear kombinieren mit den Bs, beziehungsweise die Betas mit den Us. Und wenn das hier jetzt irgendwie 12 Erzeuger hat, dann kriege ich dann 12 Erzeuger vom U1 geschnitten U2. Und jetzt sehen wir aber, weil die Dimensionen gleich sind, ist das, was ich dann kriege, auch eine Basis. Weil ansonsten wäre das nur irgendwie ein Unterraum und da wäre wir wissen, dass die Dimension gleich ist und deshalb ist es aber der ganze Raum, weil wir haben vorher gesagt, ein Raum kann nicht einen Unterraum enthalten,
der die gleiche Dimension hat wie der umgebende Raum, außer wenn es sich um denselben Raum handelt. Okay, damit ist das also auch geklärt. Ja, und da ist das vielleicht ein guter Breakpoint. An der Stelle machen wir dann das nächste Mal weiter. Danke fürs Zuhören.